So, da sind wir wieder beim Landwirtschaftssimulator 2017 auf dem PC. Und wir fahren unser Holz weg, Leute. Wir fahren unser Holz weg. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das überhaupt richtig ist, dass wir das zur Sawmill bringen. Aber was anderes macht für mich keinen Sinn. So, hier rein. Wow! Jetzt fall bloß nicht mit dem ganzen Zeug hier um, ey. Ups. Was ist denn das für ein Arschloch? Weißt du, der sieht doch, dass ich da lang fahre und dann macht er hier so eine Scheiße. So. Irgendwo müssen die Stämme ins Wasser, glaube ich. Können wir ja lesen. Wir können es ja gleich mal in der Hilfe steht, glaube ich, oder? Hier vielleicht. Wir fahren mal kurz hier rein. Oh, oh! Oh! Vielleicht sollten wir das Ding etwas weiter runter machen. Hier? Kommt das hier rein? Nee, hier ist ein Pool. Hier kommt das nicht rein. Gut, dann weiter. Komm, wir gucken mal kurz in der Hilfe, bevor wir hier, weiß der Geier, wohl langfahren. So, Bauernhof ist das ja nicht. Das auch nicht. Tiere haben wir ja genug von. Das gibt überhaupt keine Kohle, die Scheiße. So, jetzt hier. Bäume anpflanzen wollen wir nicht. So. Wenn du die Bäume dahin, musst du kleine Äste händisch entfernen. Der Holzvollernter übernimmt die Aufgabe gleich mit. Ah, die entstehende Baumstämme kannst du zur Sägemühle bringen und dort verkaufen. Der Holzpreis richtet sich nicht nur nach der Stammlänge, sondern auch nach der Gradheit der abgelieferten Stücke. Kleine gebogene Stücke erzielen üblicherweise einen geringeren Preis als lange gerade Stämme. Okay, also zur Sägemühle. Sommel. So, dann sind wir hier auf dem richtigen Weg, würde ich sagen, ne? Dann fahren wir mal weiter. Immer heiter weiter. Oh, wir müssen mal kurz schauen, wie das jetzt hier aussieht. Na, der ist nämlich, siehst du, der ist nämlich voll. Der ist nämlich voll. So, dann fahren wir mal kurz. Weil der kassiert nämlich die ganze Zeit Kohle, der Sack. Obwohl er gar nicht arbeitet, nur blöd rumsteht. Das wollen wir ja nicht. Komm, fahr dein Rohr aus. Habe ich das jetzt wirklich gesagt? So, Freunde. Das ist schon geil, die fette Erntemaschine. Die gefällt mir schon gut. Go, go, go. Wir haben nicht ewig Zeit. So, den Rest müsste aber mit dem Tank, denke ich mal, voll kriegen. Hinkriegen. Nicht vollkriegen. Prozent genau. Ha. So. Unseren Dünger, den können wir ja eigentlich verkaufen. Man muss das überhaupt gar nicht mehr düngen. Man muss das nur einmal insgesamt düngen. Und danach brauchen wir es nie wieder. Hier jetzt, guck mal. Ach, guck!
Ja. Und nun? Ich muss das hier hinlegen, ne? Dann machen wir doch einfach. Machen wir das doch einfach. So. Und jetzt fahren wir einfach los. Hallo? Ey, das gibt ja genauso wenig Geld. Was ist das denn für eine Scheiße? Boah, Alter, hier kriegst du ja nirgendwo Kohle. Es ist wirklich unglaublich. Die paar Kröten hier, die Kühe auch. Die Kühe geben auch keine Kohle. Am besten machst du wirklich die ganze Zeit Raps oder so. Ist echt unglaublich. So, weißt du was? Wir verkaufen den ganzen Driss jetzt hier. Wir verkaufen den ganzen Scheiß. Das gibt's ja wohl gar nicht. Ich fall vom Hocker. Hier, brauchen wir nicht. Zack. Alles Mumpitz. Die brauchen wir auch nicht. Das ist ja das Ding. Das brauchen wir auch nicht. So. Den wo brauchen wir den denn für? Auch nicht, ne? Brauchen wir nicht. Den Scheiß brauchen wir auch nicht mehr. Oder? Ja, komm, wir wissen noch nicht so genau. Schauen wir mal. So, jetzt muss ich mal aber ganz kurz auf der Karte gucken. Wo steht der denn jetzt? Ich würde den gerne direkt auf der Karte verkaufen. Geht das? Den zurücksetzen. So. Der ist jetzt beim Händler und das den auch. So. Den Rest brauchen wir. Richtig? Richtig. So. So. Den können wir jetzt hier, glaube ich, dann verkaufen. Ne? Oder wir gucken mal kurz. Wir wollen ja als letztes auch noch mal die Rüben. Rüben haben wir gesagt, ne? Wir wollen mal Rüben machen. Tiere. So. Boah, ist der teuer. Scheiße. Ne, den können wir natürlich nicht nehmen. Können die eigentlich... Zuckerrüben vom Boden. Boah. Ach du Scheiße. Krautschläger? Und der, also erst musst du das Kraut schlagen, dann musst du die Rüben aus dem Boden graben. Keine Ahnung, was das ist. Scheiße. Das ist ja mal eine Ansage, oder? Ja, das heißt, wir brauchen den Krautschläger. Kann der die dann auch... Hat er die dann dabei direkt? Ja, das gräbt die Zuckerrüben aus dem Boden. Ja, Moment. Brauchen wir das etwa auch noch? Das heißt, einmal Kraut schlagen, dann aus dem Boden graben und dann vom Boden aufsammeln. Ernsthaft? Boah, das wär aber heftig, oder? Puh. Und wie ist das mit Kartoffelernte? Kraut? Vollernte. Hä? Nee.
Ich glaube, man kann entweder die beiden oder den alleine. So würde ich jetzt quasi mal behaupten. Aber es ist ja egal, wir müssen ja als erstes sowieso mal das überhaupt sehen, richtig? Und dafür, wie können wir nochmal... Wie können wir nochmal die Saat wählen? Können wir nochmal die Saat wählen, Leute? So, der ist fertig. Und jetzt? Ich weiß nicht mehr, wie man die Saat wählen kann. Wir müssen mal kurz in der Hilfe nachschauen. Hä? Wie geht denn das nochmal? Oh, das macht mich fertig. Säen. Boah, wie geht das denn nochmal? Warum steht das denn hier oben nicht? I? C. Ah, hier, auf Z. So. Das sind Erbsen. Raps, Gras. Hä? Hä? Wie kann ich die denn sehen? Jetzt erzähl mir nicht, da gibt's auch noch was extra für. Garantiert. Hier, tatsächlich. Er darf doch nicht wahr sein. Kartoffeln? Was ist hier der Unterschied? Der hat 6 Meter. Der hat 3 Meter. Ja gut, das ist natürlich... eine Ansage. Wir nehmen den. Zack. Das gibt's ja gar nicht. Jetzt können wir den wegfahren hier. Unglaublich. Aber dafür können wir den jetzt hier... So. Ich denke, es läuft. So, da haben wir unsere Maschinchen. Ha! So, Moment. Wir müssen das aber... kaufen, richtig? Palettsetzlinge, Schweinefutter, Saatgut, Sämaschinen, ja, dann, doch jetzt gehen, ne? Ah. Jetzt füllt er sie auch hoch.
Yo, yo, yo. So. 99%. So. Unsere Kartoffelsämaschine, Leute. Jetzt bin ich natürlich sehr gespannt. Geiles Teil, oder? Ha! Der kann was. Ja, ich würde sagen, Leute, an der Stelle machen wir beim nächsten Mal weiter. Und dann schauen wir uns mal an, wie das aussieht, wenn ihr das seht. Da bin ich sehr gespannt. Ha, also bis zum nächsten Mal beim Kartoffelernten. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.